Herzlich willkommen bei Eshas Tarot. Liebe Waage, ich möchte jetzt einmal für dich schauen, was deine Kalenderwoche 18 für dich bereithält energetisch, was ich mit den Karten schon sehen darf. Kalenderwoche 18 beginnt am 1. und endet am 7. Mai. Etwas Geld ist die erste Karte. Die Hohe Priesterin. Na, fällt da eine? Ja. Etwas Geld ist eine Karte, die da muss es nicht unbedingt um euer Klimpergeld in Portemonnaie sich handeln oder um euer Geld auf dem Konto, sondern hier geht es tatsächlich auch um etwas, wovon ihr vielleicht wenig habt. Ich sag mal so, Lob, Anerkennung, Liebe, Gefühle allgemein. Sowas in der Art kann das auch sein. Es kann sich natürlich auch um was anderes Materielles drehen, wo ihr einfach das Gefühl habt, ihr habt da sehr wenig von abgekriegt, ne? Oder auch so Sachen wie Status, Anerkennung, ne? Das alles kann mit dieser Karte assoziiert sein. Jetzt geht es darum, einen klugen Umgang damit zu finden, ne? Egal, was das in eurem Leben ist, die Hohe Priesterin ist so eine Beraterin und sie taucht häufig auf, wenn wir einen anderen Umgang damit haben sollen, beziehungsweise Dinge von mehreren Seiten betrachten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, zum Beispiel, es handelt sich wirklich um Geld, dann kann es sein, dass hier etwas von beiden Seiten betrachtet werden soll, ne? Ich weiß nicht, man hat sich 30.000 Euro zusammengespart. Für die einen Menschen ist das sehr viel Geld, für die anderen Menschen ist das wenig. Zumindest für reiche Menschen. So, aber dieser Umgang, diesen Perspektivwechsel, zu dem rät die Hohe Priesterin. Ne? Ganz deutlich. Es geht hier tatsächlich nicht um so ein Schwarz-Weiß-Sehen, sondern aber auch Dinge von mehreren Seiten betrachten und auch ein bisschen die Perspektive zu ändern. Und auf deinen kleinen Reichtum gut aufzupassen, beziehungsweise sehr gut den anzulegen, beziehungsweise den nicht einfach so rauszupulvern, ne? Mit den fünf Stäben haben wir hier eine eher, ich sag mal, Wettkampfstimmung. Hier geht es tatsächlich nicht darum, dass man sich ordentlich verteidigt, sondern hier geht es in erster Linie darum zu zeigen, wer ist der Stärkere, ne? In einem sportlichen Wettkampf, würde ich fast sagen. Mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein. Das ist, wie gesagt, ein Beispiel. Ich sehe immer nur diese Energien. Ich sehe nicht die konkreten Ereignisse in eurem Leben. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, euer bester Freund kommt auf dich zu und sagt, Mensch, ich habe gesehen, du hast so und so viel angespart. Würdest du mir bitte Geld leihen? Ne, kriegst du auch irgendwann zurück, aber ich bräuchte jetzt ein bisschen Geld, ich bin gerade nicht flüssig, ne? Dann würde hier die Hohe Priesterin ganz stark dazu raten, dir darüber einen Kopf zu machen. Vielleicht auch die Rückversicherung einzuholen, einen Vertrag aufzusetzen, ne? Und auch dieses, dieses mit den fünf Stäben, das ist so ein inneres Ringen. Mache ich das oder mache ich das nicht, ne? So, das ist so ein bisschen das Thema, was wir hier in dieser ganzen Legung haben. Beziehungsweise es kann auch sein, dass du hier zu deinem Freund gehst und sagst, musst du wirklich Geld geliehen haben? Hast du nicht das und das und das nochmal versucht? Ne? Dass da so ein Konkurrenzgedanke oder beziehungsweise so eine Unterstützung für seinen persönlichen Kampf stattfindet. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Aber so in etwa ist die Energie. So. Liebe Waage, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.